Willkommen beim neuen Video zum Thema Germany's Next Topmodel 2019 und heute habe ich Caro an meiner Seite. Ja, ihr habt es euch ja gewünscht, dass ich ein Interview mit ihr mache und das machen wir heute. Ich habe wie immer sehr viele Fragen vorbereitet und was für Fragen das sind, das erfahrt ihr jetzt. So, neues Interview zum Thema Topmodel 2019 und Caro ist heute an meiner Seite und es war total lustig, weil als wir uns schon ausgemacht haben, dass wir uns treffen, haben so die Leute geschrieben, so, oh, mach da mal ein Video mit Caro. Und dann habe ich das so gesagt, da wusste ich ja schon, dass wir uns treffen. Da habe ich dann so gesagt, ja, das wäre echt cool, vielleicht klappt es ja mal. Ja, einfach um so ein bisschen die Spannungskurve. Ja, und meine Mom hat mich so angerufen und sie hat es so erzählt, dass du davon gesprochen hattest und ich so dann so, oh, warte, ich komme doch da vorbei. So. Okay, ja, sehr cool. Denn der Mama wird das Interview jetzt wahrscheinlich gucken. In diesem Sinne, hallo Mama, liebe Grüße. Und wir fangen mal an mit den Fragen. Ich bin echt gespannt. Es sind Fragen, die am Anfang natürlich immer so ein bisschen ähnlich sind, die ich jedem so stelle. Hast du früher GNTM geschaut? Teilweise. Also ich war nicht durchgängig eine Schauerin, sag ich mal. Ich habe vielleicht zwischendurch immer mal eine Folge eingeschaltet und fand das eigentlich immer ziemlich interessant. Okay. Hatte auch immer eigentlich den Gedanken, dass ich vielleicht mal mich irgendwann bewerbe. Aber hat sich immer nie ergeben, dann bis zu diesem Jahr, ne? Und dann hast du, also, du hattest schon immer mal Bock, aber hast dich nicht getraut oder war Schule oder was? Oder warum, was hat dich davon abgehalten, dich da zu bewerben? Ja, eigentlich die Zeit so. Ich wollte irgendwas Festes in der Hand haben, auf jeden Fall Abschluss und alles. Und dann hatte ich das Studium und dann wollte ich das eigentlich abschließen. War aber doch bei einem Punkt, wo ich mir dachte so, es könnte ja sein, wir wissen ja nicht, wie oft GNTM noch läuft. Ja, ne? Das stimmt. So. Ja, ja. Munkeln ja auch ganz viele, was so passieren könnte jetzt in den nächsten Jahren. Und deswegen dachte ich mir so, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin zufälligerweise in Hannover gewesen und dachte mir so, warte, das Casting ist da gerade, ich gehe einfach mal hin. Aber das war an dem Tag dann so, ja? Ja, ja. Und da bist du einfach hin? Ja. Und dann haben sie dich weitergelassen? Ja. War es krass? Ja, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe niemandem davon erzählt. Ich bin da spontan einfach hingegangen, habe vorher noch ein paar Bilder hochgeladen mit diesem Hashtag, ne? Ja. Und ja, hätte ich nicht gedacht, war ich plötzlich schon mal auserwählt zu den Top 50. Und hast du, man fragt ja mal so, warum man sich bewirbt. Ich meine, so wie das jetzt klingt, hast du ja gar nicht damit gerechnet, überhaupt genommen zu werden, weil sich ja so viele Leute da bewerben, ne? Ja. Und was war so trotzdem eigentlich der Grund, so geile Erfahrungen, einfach mal ausprobieren, Heidi Klum treffen, um die Welt reisen oder? Ja, es ist eben, man erlebt Sachen, die man als normaler Mensch überhaupt niemals ansatzweise erleben kann. Ja. So Stars, ich meine, da wussten wir noch nicht, dass die Folge so sein, dass die Staffel sein wird. Ja, mit den Gastjuren, ne? Aber allein schon wussten wir, dass es eben viel mit Stars zu tun hat und auch diesen heftigen Shootings. Und Catwalks und alles und auch mit den Mädchen unterwegs sein. Also es ist einfach so viel dabei und das, wenn man einmal eben die Möglichkeit hat, ich sag mal, dann, als junge Frau noch, später ist dann schwieriger, dann kann man das nicht mehr machen. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal für Ältere, nein, wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das ist einmal, eine Erfahrung. Ich sag mal, Chance nutzen. Wenn man die Chance hat, dann einfach ausprobieren. Und du bist ja richtig weit gekommen, krass. Also insofern hast du ja wirklich eigentlich, also du hast ja wirklich, wenn man jetzt überlegt, es gibt ja nur noch das Halbfinale, okay, im Finale, aber du hast ja eigentlich fast alles mitgenommen. Im Halbfinale gibt es ja nur das Covershooting, aber eigentlich hast du ja alle Shootings sonst mitgenommen. Ja, also ich bin erstmal zum Casting, bin ich erwartungslos reingegangen. Und dann bin ich in die Top 50 gekommen und dann dachte ich mir so, jetzt schaffe ich Top 10. Und dann habe ich das geschafft. Ja, wie war denn das, weil du gerade sagst Top 50? Das sind ja, klar, 50 Mädchen, deswegen heißt der Top 50. Ja. Ist man da eingeschüchtert, weil da so viele hübsche Mädchen sind? Also ich war ein bisschen eingeschüchtert von der Situation, so wie lange man warten muss, tatsächlich. Ich habe schon gehört, das hat lange gedauert, ne? Oh, das war so lange, das ging so bis nachts und die ganzen Familienmitglieder, die dabei waren, die mussten alle ewig warten, deswegen bin ich mit Absicht alleine gegangen. Weil ach, du bist schon, ganz alleine? Ja, weil ich habe mir das schon irgendwie vorgestellt, dass man da ewig warten muss. Und hätte ich zum Beispiel meine Mama mitgenommen, die war aufgeregter gewesen als ich. Ich bin da richtig gechillt reingegangen und dachte mir, ja, was passiert, passiert halt. Wie war denn der Moment, als du Heidi Klum das letzte Mal gesehen hast? Oder hatte ich das gar nicht so vom Hocker gehauen? Also eigentlich haut mich das nicht vom Hocker, wenn ich eine bekannte Person sehe. Ich sehe die einfach alle gleich als Menschen. Ja. Aber es ist schon interessant, weil man sie ja kennt von GNTM und dann steht man vor ihr
beim Casting und ist, sag ich mal, plötzlich in der Folge, in die der man Show. Vielleicht davor mal gesehen hat, so nach dem Motto. Also in dem Moment merkt man es dann auch. Ja, dann fällt einem so erstmal ein, so, warte, du bist gerade wirklich da und das wird gerade aufgenommen alles. Und das mit dem Aufnahmen, das war für mich was total Neues. Über diese Kameras. Ja, diese Kameras und was die für Interviewfragen stellen. Und dann immer ein O-Ton bitte noch, Caro, sagen die dann immer, ne? Und immer die Frage mit in die Antwort aufnehmen. Also wenn ich jetzt frage, wie war es, dann musst du nicht sagen schön, sondern ne? Immer dieses Typische. Ja, warst du heute schlecht? Ja, ja. Ach, ich war doch gut. Ja, okay, ja. Das passiert auch. Ja, passiert auch. Oder überhaupt diese Situation. Die können ja auch im Prinzip aus dir alle möglichen Antworten, die sie haben wollen, rausholen, je nachdem, wie die Frage stellen. Das ist auch, weil du hast es gerade so angehört, das habe ich aber letztens in irgendeinem Video gesagt, gerade bezogen auf Vanessa. Aber die Leute sagen ja immer, und ich will jetzt gar nicht mit Vanessa in Schutz nehmen, aber ich nehme die jetzt einfach mal als Paradebeispiel dafür, weil die Leute immer sagen, so, die wird so selbstbewusst dargestellt. Mhm. So, die machen ein Interview über, keine Ahnung, die letzten paar Tage, dauert vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden. Und die stellen dir Fragen, auf die du natürlich antwortest. Du hast ja aber keinen Einfluss darauf, welche Antworten reingeschnitten werden. Ja, genau. Und wenn natürlich immer nur diese Antworten reingeschnitten werden, wo jemand dich nach deinem Selbstbewusstsein, du weißt, was ich meine. Dann ja, man hört ja nicht die Frage. Genau, man hört ja nicht die Frage. Man hört nur die Antwort. Genau. Und die Antwort können die ja auch noch schneiden. So. Genau. Je nachdem, was sie davon zeigen wollen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also, aber, ich sag mal, die faken an sich nichts, aber die schneiden eben Sachen weg. Aus dem Zusammenhang. Ja, und dann sind die manchmal aus dem Kontext. Ja. Nochmal auf die Gastjuroren zu kommen. Wir sprechen nachher nochmal über das, deine Erfahrung vom Dreh. Also als du erfahren hast, dass das das neue Konzept ist, fandest du es erstmal cool? Oder fandest du es schade, dass es keine Teams klassisch mehr gibt, schwarz-weiß? Oder? Ja, also wir wussten das erst, als wir wirklich, ich sag mal, die ersten Gastjuroren dort hatten. Also das kam erst so spontan, weil wir haben die ganze Zeit gedacht, vielleicht gibt es doch Gruppen, weil wir hatten diese Koffer, uns wurde das ja nicht gesagt wirklich. Mhm. Ich habe auch erst das, wo ich das online gesehen habe, habe ich das wirklich erst gesehen, zwischendurch. Konntest du es schon, als du raus warst dann? Oder kommt dir inzwischen schon mal an? Zum Beispiel jetzt in einer Weihnachtspause. Ah ja, ich habe da vergessen. Oh mein Gott, was ist eine dumme Frage. Da war das mir erst wirklich bewusst, weil das hat uns so keiner richtig gesagt. Also das haben war das krass? Als du in der Weihnachtspause dann zu Hause warst und dann guckt man ja natürlich und sieht, dass das schon so beworben wird. Ja, man hatte im Prinzip nichts mitbekommen. Man weiß von nichts irgendwas und dann von deinen Videos zum Beispiel erfährt man erst wirklich. Hast du auch geguckt? Ich habe das wirklich von deinen Videos erfahren, wie das Konzept genau ist. Ach so, wow, dankeschön. Freut mich voll jetzt irgendwie. Nein, aber es ist wirklich so, man erfährt da wirklich nichts. Man erfährt auch Sachen erst, wenn man in dem Moment in der Situation schon ist. Ja, krass. Und dann hast du bestimmt auch diese Fotos gesehen oder diese Sachen, wo Heidi Klum live gegangen ist bei diesem Welt. Genau, da warst du doch auch irgendwie zu sehen, oder? Da ist sie ja gerade live gegangen, wo ich neben ihr stand. Ich dachte mir so, okay, jetzt wird's aber eng. Jetzt ist krass, sie hier live. Und dann habe ich auch direkt schon Familienmitglieder und so alle gespottet dort. Aber ja, stimmt, die Weihnachtspause total vergessen. Da habe ich noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Deswegen ist es unglaublich interessant, dass du es gerade ansprichst. Klar, man guckt ja dann in der Zeit. Ne? Man sucht ja, wie bekloppt. Das ist das Erste, was man macht, wenn man nach Hause kommt, oder? Ja, klar, natürlich, sofort. Also erstmal ist man voll überfordert vom Handy. Also von, weil so viele Nachrichten. Von Nachrichten, davon, dass man wirklich, wenn man sich googelt, so viel sieht von sich. Von Videos, wo man sich denkt so, oh mein Gott, was haben die da bitte gepostet? Bis zu Videos, wo man sich denkt so, wow. Hast du dann auch schon Trailer gesehen? Ja. Okay. War auch, weil die Pause geht ja bis Anfang Mitte Januar fast, ne? Ich glaube so 12., 13., 14., whatever. Also da hast du wahrscheinlich schon ein bisschen Trailer gesehen, ja klar. Ich glaube, da gab es schon welche, ja. Krass. Ja, und da hast du es dann erfahren mit den Gastjuroren. Ja, so, da wurde es halt einem richtig bewusst erst, ne? Ja. Also, ich meine, klar hat man vorher gemerkt, dass es sind dann verschiedene sagen, Leute. Du hast jetzt nicht erst, als du rausgeflogen bist, sondern schon vorher, dass da andere Leute sitzen. Aber da muss man das bewusst erst. Ja, ja, ja. So. Ja, klar, stimmt. Und das hat einem nie wirklich jemand richtig gesagt. Ja, ja. Gab es irgendjemanden von den Gastjuroren, den du besonders toll fandest? Also, ich mochte am liebsten Thomas Gottschalk. Ja? Ja, der ist cool, oder? Ja, der war einfach so cool drauf, als ob man so sein, ich sag mal, Vater oder Opa so ein richtig cool... Opa, ja, der ist ein alter Mann, stimmt. Ja, aber kennst du das, wenn du auf dem Opa triffst, du den aber ultra cool, sympathisch und total süß findest und einfach von der Art so richtig inspirierende Personen sind? Ja. So war er für mich. So, als das ich kann mir vorstellen. Gesprochen und ich dachte mir die ganze Zeit so, wow, du bist cool. Das ist richtig cool. Nicht nur so wie im Fernsehen. Gab es irgendeinen Gastjuror, den du nicht so cool fandest?
Ich mochte Naomi Campbell nicht so sehr, von ihrer Ausstrahlung her. War das negativ oder wie? Ja, also sie sah schon richtig diebenhaft aus. Also wirklich so, wie man das von ihr denkt. So war sie auch von der Atmosphäre her. Und wir sind alle zum Beispiel vor ihr gelaufen kurz. Mhm. Und bei mir hat sie dann, ich hatte noch ein Meter hatte ich zu laufen, wirklich, es war ein Meter. Und sie sagt zu mir, next. Und das, also zu allen anderen Mädchen nicht, aber zu mir. Du hast aber sowas bei Instagram gepostet, ne? Ja, kann genau. Hatte ich so einmal in meinen Text vom Bild geschrieben. Also, du hattest das Gefühl, die findet dich scheiße? Ja, also ich bin ja immer ein Mensch, der ich vertraue mal meinem Gefühl und es ist eigentlich immer richtig. Und da in dem Moment, als ich sie gesehen habe, wie sie mir das gesagt hat, next, dachte ich mir so, okay, du wirst diese Folge nicht überleben. So kannst du wirst rausfliegen. Ja, krass. Und so ist es passiert. Krass. Gab es eigentlich irgendjemanden jetzt so von den Mädchen, jetzt auch schon so von Anfang der Sendung, mit denen du dich besonders gut verstanden hast? Mit wem hattest du sofort einen Draht? Anfang der Sendung. Also am Anfang hatte ich einen guten Draht mit Loriane zum Beispiel. Die ich hier im Talk hatte. Ja, stimmt. Ja. Mit ihr sehr gut. Und auch dann im Laufe der Zeit zum Beispiel mit Leonella, weil sie einfach total energetische Person ist. Aber die ist ja auch dann relativ früh in Anführungsstrichen. Ja, genau. Wie war das dann danach? Danach war ich eben die ganze Zeit, habe ich neben Sayana und Simone geschlafen. Und dann sind das somit auch die Personen, zu denen ich am meisten Kontakt hatte und mit denen ich am meisten Zeit verbracht hatte. Ne? Okay, über Simone sprechen wir dann noch. Ja. Wir wollen das ein bisschen chronologisch bleiben. Wie hast denn du generell Joy überhaupt empfunden in der Zeit? Joy. Also war die von Anfang an schon ein bisschen schwierig? Also am Anfang war sie ja in der Hütte. Ja. Dann hatte ich also mit ihr nicht so ganz groß Kontakt und konnte nicht so viel von ihr sehen. Aber als sie dann eben zum Beispiel bei dem Shooting mit Irene Jordan war, hat sie eben zu Celine so diese Sache gar gebracht, wo sie aus dem Nichts, ich bin gerade bei Celine und ich sehe so, du schaffst das alles trotzdem ohne die Antennen. Sie läuft vorbei, sie so, ist mir doch scheißegal, ob du rausgeflogen bist oder so. Und da denkt man sich so, sie hat die Situation nicht verstanden, dass da gerade ein Mädchen traurig ist und sie drückt nochmal extra einen drauf. So, da dachte ich mir schon, irgendwas stimmt da nicht, weil das macht kein Mensch normalerweise. Nee, ist ein bisschen unkollegial auch, ne? Selbst eine Person, die das mit Absicht macht, die... Also sie wurde auch nicht gefragt, ne? Nein, die wurde nicht so gefragt. Die ist einfach dran vorbeigelaufen und hat das gesagt. Und da merkt man schon, dass sie da vielleicht nicht mehr unbedingt was kann für das. Ja. Und dann so in L.A., also die ist ja auch, sag ich mal, immer weitergekommen, obwohl sie ja in der Regel die Schlechteste war. Mhm. Hat das auch irgendwie so für ein bisschen für Unmut gesorgt? Ja, Gruppe? Klar, zum Beispiel Loriane zum Beispiel, ne? Ja. Die ist ja einmal rausgeflogen und Joy ist aber weitergekommen, obwohl Joy extrem schlecht war im Moment. Da ist, denkt man natürlich so, okay, woran liegt es, wer weiterkommt und wer nicht? Wenn die eine Person perfekte Performance abliefert und die andere gar keine und trotzdem weiterkommt, so, ne? Hattest du da schon so, ich meine, ihr wisst ja nicht, also klar, ihr kriegt mit so ein bisschen, was passiert. Mhm. Jetzt so aus meiner Sicht als Zuschauer ist das natürlich viel einfacher zu erklären, weil ich sage jetzt einfach so, ja gut, das ist für die Quote, ne? Ja. Das Mädchen macht ein bisschen Drama, deswegen kommt sie weiter. Habt ihr das in dem Moment auch schon so ein bisschen empfunden? Oder habt ihr das dann noch nicht so realisiert? Also ich habe mir schon gedacht, dass Heidi irgendwas an ihr gefunden hat. Also ich finde, sie hat auch irgendwas vom Gesicht her. Sie hat ein sehr schönes Gesicht, schöne Haare und auch einen schönen Körper. Aber das hat sich ja dann eben erst im Nachhinein so herausgebildet, dass sie so ist. Und auch dann, das konnte ja Heidi auch vorher nicht sehen. Ich sag mal, Heidi hat nicht neben mir gelebt. Das waren wir eben. Ne? Und deswegen konnte Heidi das wahrscheinlich auch nicht wissen, bis das eben dann wirklich vor der Kamera auch eskaliert ist. Wie hast du das? Wie hast du diesen Moment erlebt, als es eskaliert ist? Also du meinst die Schlägerei? Die Schlägerei, genau. Ja, nee, wir können ruhig sagen, also ich habe ja. Ich nenne es den wilden Haufen. Ja, was war? Erzähl mal, was da passiert ist. Bei uns ist das Bild eingefroren im Fernseher. Also wenn du möchtest, du musst ja natürlich nichts sagen. Also ich war auf jeden Fall, ich war da so gefühlt, ich war 10 Meter, glaube ich, entfernt und ich stand auf jeden Fall nur so und dachte mir so, was passiert da bitte? Weil eben, also, ja, Lena saß da, glaube ich, auf dem Boden gerade und dann ist Joy auf sie los und hat sie richtig auf den Boden gehauen. Sie wurden hinten dann, oder? Genau, also richtig auf den Boden gerissen. Ich glaube, ins Gesicht geboxt. Dann die Extensions so ausgezogen, dass sie... Krass, sind die wirklich ausgerissen? Ein paar? Ich glaube,
Die sind einfach richtig gelockert worden damit durch. Aber es hat halt am Ansatz von den Haaren, wo die Extensions dran geflochten sind, hat es halt dann geblutet. Ne? Okay. Also das ist krass. Ich meine, wir lachen jetzt, aber diese die Situation so für nicht real, aber sie war ja wirklich real. Ja, du saßt da ja. Wirklich so. Und alle, da saß eben so eine taube Mädchen in dem Moment auch um Lena und alle gingen dann auf Joy rauf, um sie eben loszuwerden. Um sie von Lena runterzugeben. Hier, die Mädels haben Joy von Lena weggeholt. Ja. Kam dann niemand vom Team? Ja, gut, die haben das wahrscheinlich dann erst noch nicht mitbekommen. Ja, die haben es halt gefilmt, ne? Ja, gut, stimmt. Stimmt. Ah ja, ja gut, klar. Meinst du, die haben das... Also, du sagst ja jetzt, sie hat geblutet und so. Das sind ja die Sachen, die man erst im Nachhinein sieht. Mhm. Hat man in dem Moment... Das ist eine total bescheuerte Frage von mir wahrscheinlich, aber hat man in dem Moment wirklich gerade realisiert, so wow, das ist gerade keine kleine Rangelei, sondern der geht gerade richtig ab? Das hat man erst danach realisiert, als man von allen die Gesichter gesehen hat und sich so dachte, so, oh mein Gott, das ist gerade wirklich passiert. Und sie wurde dann also das heißt, ihr Mädels habt Joy von Lena getrennt? Ja. Also die, beziehungsweise ich war es zum Beispiel nicht, weil ich war zu weit weg in dem Moment. Du hast auch noch gefilmt. Spaß. Ich habe mit meinen Augen gefilmt und dachte mir so. Ja. Man steht auch unter Schock. Ich kenne das immer. Man steht da so. Es gibt dieses eine Bild, wo ich so stehe, so. Ja, ja. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Wenn man so unter Schock steht, man denkt sich so nachher, Alter, warum habe ich nichts gemacht, warum bin ich nicht dazwischen? Man steht so unter Schock. Das hat zum Beispiel Tatjana erzählt. Auch sie saß daneben und sie wusste auch nicht, ist das gerade real, so nach dem Motto, so, ne? Krass. Aber es war wirklich ja real. Und es war auch wirklich nicht ohne. So, für Lena und, ja. Aber es war euch dann allen ja klar, dass Joy gehen muss, oder? Natürlich, also wir haben auch alle gesagt, das geht so nicht weiter. Wir wollen auch so zum Beispiel mit Joy dann nicht mehr auf engstem Raum wohnen, wenn wir wissen, dass sie eben auf so eine Art auch zum Beispiel manchmal Konflikte löst. Ja, ja, klar, verstehe ich voll. Also ich verstehe auch Joy, aber das gehört halt da in dem Moment nicht hin. Mhm. Und erst recht nicht, wenn das andere Leute sehen. Und auch wenn es dann so ein bisschen Richtung Vorbildern geht, dann... Das ist krass. Überhaupt nicht notwendig. Ist vielleicht auch wirklich eine Situation, die man hätte vermeiden können, ne? So vom klar, Team her. Das hätte man vermeiden können, natürlich. Wir wollen mal bei diesem Streitthemen bleiben. Was glaubst du, ich meine, du warst ja jetzt so super lang dabei, was glaubst du, was das Problem mit Simone ist? Ich muss es einfach mal fragen und nein, das ist keine. Mir wird immer gerne unterstellt, dass ich parteiisch bin, weil ich ja Sarah kenne und Vanessa und jetzt dich auch, aber ich will das gar nicht Partei, sondern ich möchte einfach wirklich nur so für mich erfahren, weil als Zuschauer fragt man sich ja immer so, was ist da los? Ja. Was ist das Problem mit Simone? Weil sie kenne ich ja als Einzige nicht. Also erstmal sage ich vorab, ich bin ja die ganzen Monate habe ich neben ihr geschlafen und habe sie als Menschen so total akzeptiert, wie sie ist. Und ich mag sie auch, aber trotzdem ist sie eben ein Mensch, sie hat diese ganzen Ängste, und die fällt am Ende trotzdem ab und das ist dann für die anderen, dann verstehen die nicht, wie kann das sein, so, ne? Nach dem Motto. Also so nach dem Motto Drama machen und dann aber trotzdem die beste Leistung abliefern. Das heißt, sie wahrscheinlich überwindet sie sich, aber es erweckt den Eindruck, so wie du das jetzt schilderst, als wenn das Fake ist, so nach dem Motto Drama. Ja, und dann ist man umso besser, ne, weil man ja vorher so Angst hatte und dann aber gut abgeliefert, oder? Das ist wie die Personen, die so sagen, ja... Ich war heute so schlecht bei der Klausur, ich schreibe, das ist eine 6-100% und dann haben die dann aber eine 1-0. So, und das kommt halt überhaupt nicht gut an. Aber glaubst du, dass die Ängste echt sind? Die sind auf jeden Fall echt, glaube ich, ja. Weil sie teilweise auch richtig geweint hat. Aber es kann auch sein, dass sie das irgendwie von der Kindheit, dass es irgendwie so gekommen ist, dass sie so ihre Ängste auslebt, aber... Manche Leute, das meine ich gar nicht negativ, manche Leute brauchen ja dieses Drama auch, ne? Ja. Weil das meine ich wirklich nicht negativ, weil ihre Leistung ist ja gut. Bei manchen Leuten geht es nicht. Ja, man weiß halt nicht, wie genau sie in der Kindheit erzogen wurde auch. Erzogen wurde, wie sie gelebt hat und das hat sie dann so irgendwie ein bisschen so gebildet. War das für sie... Hattest du das Gefühl, dass sie das belastet, dass sie in der Gruppe nicht so ankommt? Oder war es für sie okay, weil sie als Beispiel mit dir und... Ja? Also sie hat da nicht wirklich drüber geredet, aber klar. Man wird die ganze Zeit fertig gemacht, man hat aber niemanden, der wirklich zu einsteht. Man kann nicht mal eben hier mit Eltern reden und mal eben ein bisschen Kraft sich nehmen aus den Worten, vielleicht mal aufgepusht werden wieder. Und ich sag mal, diese 10 Minuten... Skype-Interview pro Woche, wo die Kamera da ist, das macht es auch nicht aus. Ja, da sprichst du ja auch nicht so genau.
Aber hat sie sich dann bei dir manchmal so ein bisschen Trost gesucht? Ja, klar, wir waren ja nebeneinander. Also wir hatten nebeneinander die Betten und haben schon öfter geredet. Und ich wurde ja zum Beispiel nach der Nominierung, war ich dann auch nicht mehr ganz so, so positiv auf die anderen Mädchen gestimmt. Da wurde, war ihr beide doch irgendwie, du und Simone, genau, ne? Genau. Ja, und habt ihr euch dann gegenseitig so ein bisschen Eier gegeben? Ich bin halt ein Mensch, ich kann es nicht sehen, wenn eine Person, aus was auch einem Grund von immer, wenn die irgendwie anders ist oder so, deswegen aus diesem Grund dann einfach ausgegrenzt wird, das kann ich nicht sehen. Und dann bin ich meistens halt für die Person, die dann noch anheult und versucht aufzubauen. Würdest, weil du es gerade gesagt hast, du hast ja gerade so geschildert, dass wenn ein Mädchen oder ein Mensch von mehreren Leuten, würdest du sagen, weil ich das im Internet oft gelesen habe, das ist ja auch so, Mobbing ist heutzutage auch so ein Überbegriff für viele Sachen, wo ich sage, man muss auch vorsichtig sein, also es ist nicht gleich alles Mobbing, aber in dem Fall kann ich es nicht einschätzen, deswegen frage ich dich, würdest du sagen, dass es schon so eine Art Mobbing war oder haben die sich einfach nicht verstanden und da war einfach von Anfang an kein Weg für Freundschaft oder sonst was drin. Also ich würde es, Mobbing würde ich es nicht nennen. Ich würde es einfach nennen, dass es einfach ganz, ganz verschiedene Arten von Personalities sind. Von Personen, auch wie die aufgewachsen sind teilweise. Aber es schießen sich ja alle auf eine rein. Genau. Also, ja, aber dann ist, ja. Na, aber auf mich wurde er auch geschossen. Ja, das haben wir nicht so gesehen. Wurde auf dich auch geschossen, ja? Ja. Klar, jetzt mal abgesehen von dem Boating, da war ich erst überrascht, weil das erste Mal, wo ich es richtig wahrgenommen habe. Das heißt, ich kann ja gar nicht sagen, was vorher passiert ist. Also du warst vorher auch nicht so beliebt? Vorher ja, aber ab dieser Nominierungssache, ne? Ja. Was eigentlich total diese Gruppendynamik war. Ich sag mal, eine Person, die irgendwie von anderen anerkannt wird, besonders, wenn die dann mich wählt, dann ist es natürlich einfacher für andere Personen, da mitzuziehen, ne? Ja. Meinst du, die haben dich auch gewählt, weil sie wussten, dass du vielleicht irgendwie trotzdem mit Simone, ich sag mal, die auf eine gewisse Art und Weise verstehst, weil ihr auch in einem Zimmer geschlafen habt, oder? Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Also, ich bin eben eine Person, wo andere Leute gerne denken, die lässt es ja mit sich machen, weil die so nett ist, ne? Also ich habe ja nicht, ich habe nie irgendwie gezeigt, dass ich Neid oder Missgunst oder irgendwie lästere. Das mache ich nicht. So ein Mensch bin ich nicht. Und dann denkt man halt sich auch in dem Moment vielleicht so, ja, da, mit der kann man es machen, nach dem Motto, ne? Okay, verstehe. Und es war bei GNTM, was man ja im Fernsehen nicht so sieht, dass sich eben Gruppchen bilden. Die einen sind die Raucher, die verbringen alle paar Minuten, wie die Zeit miteinander, genau, wie man auf dem Schulhof das kennt, und dann die Raucherklicke. Und ich sag mal, als Nichtraucher kommt man da ganz, ganz, ganz schwer rein. Und teilweise wird man dann eben auch so ein bisschen dann eben ausgegrenzt von der Gruppe, und so war das dann auch bei GNTM für mich persönlich ein starker Faktor. In der Villa durftet ihr nicht rauchen, wahrscheinlich nur vor der Villa, draußen? Oder? Ja, draußen. Draußen, okay. Im Garten auch? Ja. Ja, okay. Ja. Okay, ja gut, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser. Und war das dann für dich schon schockierend, als sie dich dann mit dieser einen Challenge als Schwächste mit Simone gewählt haben? Wegen fehlender Personality oder was war? Also bist du langweilig oder irgend sowas? Ja, also an sich war es schon schockierend, weil ich eigentlich mich mit dem total normal perfekt verstanden habe vorher. Und dann kommt so eine Challenge und dann nutzen die das richtig aus, dass sie Möglichkeit haben, sowas zu sagen. Und dann einer erwachsenen Person zu sagen, dass diese Person keine Persönlichkeit hat und anderen die Persönlichkeit klaut durch Beobachten, dann denkt man sich so, okay, gut. Ich sag mal, wenn die wirklich Kritik haben, ist das was anderes. Das nehme ich für mich auf. Aber in dem Sinne ist es einfach nur so, ja, okay, was für ein sinnloser Kram redet ihr eigentlich? Also bis jetzt finde ich es eigentlich von der Persönlichkeit, finde ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade einen guten Talk. Insofern, okay. Also ich meine, das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Ja. Ich glaube, deswegen ist es an mir auch nicht so wirklich in mein Herz gegangen, weil ich mir einfach wirklich Sachen zu Herzen nehme, die einen Grund haben, die man wirklich für sich nutzen kann. Wenn er sagt, hier, du kannst es so und so für dich aufnehmen, dann kannst du das noch machen. Aber so. Aber die Mädels, ja, ich weiß ja nicht, wie du das jetzt empfunden hast, die Mädels kommen ja im Fernsehen schon relativ schlecht drüber, ne? Empfindest du das auch so? Also, weil du hast sie ja persönlich erlebt und jetzt siehst du das im Fernsehen. Findest du, dass das Fernsehen viel krasser ist als eigentlich live so? Weil also, die sind ja schon super, also das ist ja schon krass, wie die gezeigt werden, ne? Es ist nicht positiv. Schon. Ja, ich denke, diese Harmonie ist nicht wirklich Entertainment, ne? Ja. Deswegen wird das. Also gab es auch viel Harmonie? Ja, klar, auch. Aber mit allen Mädchen, wir waren eigentlich so extrem harmonisch. Auch mit Simone? Ja, klar, wir eigentlich
Waren wir alle zu Simone harmonisch. Also, es gibt halt manchmal so Situationen, wo es gekracht hat. Ja. Wegen Sarah oder Vanessa. Aber sonst war es harmonisch, wirklich. Das kommt nur so extrem im Fernsehen rüber, weil eben Sachen ausgelassen werden und das ist aus dem Kontext. Das beruhigt mich jetzt aber eigentlich ein bisschen, dass da nicht die ganze, weil ich habe mir jetzt immer so die Frage gestellt, wenn da permanent Stress ist, so wie das ja dargestellt wird, dann kommst du ja mit der Psyche gar nicht drauf klar. Aber wenn es so viel Harmonie eigentlich gab. Ja, sonst würde das noch viel mehr eskalieren, wenn das so schlimm wäre. Also ich glaube, dann würden das teilweise auch Mädchen gar nicht aushalten, solange. Also. Gut, es sind ja eh schon viele gegangen, diese Staffel, ne? Das war krass. Wer ist gegangen? Enisa? Kim. Dann die eine Blonde noch. Ja. Ich habe den Namen vergessen. Genau, sorry, falls du gerade zuschaust. Okay, ja, gut. Dann eben Enisa, ja. Ja. Als du ins Shootout gekommen bist, das war ja das erste und einzige Shootout der Staffel, was dachtest du? Dachtest du, dass du gegen Sarah verlierst, weil sie, glaube ich, auch zwei Jobs hatte, du, glaube ich, keinen, ne? Also erstmal ist das, dass wir ins Shootout an sich gekommen ist, war erstmal so ein bisschen unsinnig, weil uns das sollte ja an unserer Performance gelegen haben. Mhm. So. Aber unsere Drag Queen kam gar nicht und deswegen ist der Freund von Lisa, die Britney Spears gemacht hat, oder die Sam, ist dann eingesprungen. Das hast du irgendwie mal gestellt, ich habe das nicht ganz verstanden. Also du hattest, bei dir oder bei euch sollte eine Drag Queen kommen, war die bei euch beim Training da? Also wir hatten, die ursprüngliche Drag Queen war nicht erschienen. Auch beim Training schon nicht? Beim Training überhaupt nicht. Ah, okay. Genau. Und dann habt ihr ganz spontan eine andere bekommen. Der Freund von dem, der Britney Spears gemacht hat, ist dann eingesprungen. Und der war aber spontan, auch eine Drag Queen? Genau. Oder hat einfach nur so spontan... Drag Queen, okay. Ja. Beziehungsweise fängt damit gerade erst richtig an. Und es ist in Nebraska. Ah ja, sehe ich, genau, und kommentiert immer. Genau. Yeah. Und sie hat dann wirklich innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, wirklich 20 Minuten mit uns zusammen diese Performance versucht zu erstellen und ein bisschen zu lernen. Also sie hatte nichts parat. Aber warum erzählt man das denn nicht? Ja, weil dann... Weil das ist ja unfair für euch. Ihr könnt ja nichts dafür. Wieso ist nicht unfair? Ich finde, wenn die Drag Queen nicht kommt, dann kann das ja nicht euer Problem sein, dass ihr weniger Zeit zum Trainieren habt und keine Choreo habt. Aber das ist ja nicht... Also es ist ja eigentlich umso unverdienter, dass ihr ins Shootout gekommen seid. Erstmal war das unverdient, ja. Weil auch das mit Singen, klar, weiß man... hier Drag Queens kann man gern übertreiben und singen. Aber wie konnten wir das denn, wenn diese... Also, das war halt alles so spontan. Spontan von Nebraska, ich sag mal, innerhalb von ein paar Sekunden so zusammengedacht, ja okay, dann drehen wir uns da und machen das und das da. Und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass wir dazu singen. Ja. Und das haben wir nicht geübt so. Ja, na gut, wenn ihr nicht viel Zeit hattet, ja. Ja, und dann wurde das am Ende eben so heftig kritisiert, obwohl wir da eigentlich nichts für konnten. Krass. Und als ein Shootout, also warst du erstmal sauer dann im Shootout? Sauer bin ich nie, aber es war schon... Also man hat sich unfair behandelt gefühlt wahrscheinlich. Ja, schon so ein bisschen. Also natürlich hätte man gerne genauso viel Zeit gehabt, die anderen zu trainieren und auch vielleicht, dass die Drag Queen vorher weiß, dass sie kommen soll und dann auch sich natürlich vorbereiten kann. Weiß man, warum die nicht gekommen ist? Nee, ich hab da ein paar Mal nachgefragt, wurde nicht gesagt. Krass. Okay, und als du in einem Shootout warst, hast du da schon, was hast du gedacht? Dass du gegen Sarah gewinnen könntest oder dachtest du, deine Chancen sind schlechter schon wegen der Jobsituation? Also von den Jobs habe ich mich nie irgendwie beunruhigen lassen. Wirklich nicht. Dass ich keine Jobs bekommen habe, ne? Ja, gut. Ja, also ich meine, ich bin ja da, ich kann es nicht ändern. Also wirklich, man kann es ja nicht ändern, ob man jetzt den Job nicht bekommen hatte. Ob man dann am Ende positiv darüber nachdenkt oder negativ, so. Und du hast es geschafft, auch ohne Job. Ja, genau. Ich bin Top 6 geworden, ohne dass ich einen Job bekommen hatte. Aber jetzt ist doch der Oberknaller an dem Fakt, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wegen Naomi Campbell. Ich würde jetzt einfach meinen, aber vielleicht ist es auch mein naiver Glaube, dass wenn man das Shootout gewinnt, dass man in dieser Folge auch safe ist. Mhm. Weil sonst macht ja das Shootout überhaupt keinen Sinn. Und du bist ja trotzdem in der Folge rausgeflogen. Mhm. Ist das irgendwie... Hast du dir dann so gedacht, oder hast du gar nichts gedacht, was denkt man da? Denkt man sich so, hä? Oder warst du dir sicher, dass du nicht fliegst, bevor du Naomi Campbell getroffen hast? Vorher dachte ich, dass ich weiterkomme. Vom logisch, so wie ich jetzt gerade, genau. Als sie getroffen hat, wusste ich, dass ich nicht weiterkomme, das ist so passiert. Okay. Ja, und du hast eben noch gefragt wegen
wegen Shootout. Ja, also ich dachte mir, wenn ich andere, also keiner hat an mich geglaubt in dem Sinne, außer, glaube ich, Simone. Und selbst sie hat dann irgendwie auch für Sarah gestimmt bei den Interviews. Krass. Dachte ich mir so, ja, okay, wenn ich nicht selber an mich glaube, wer soll es denn dann tun? Also habe ich natürlich geglaubt, dass ich es schaffe und ich habe es auch geschafft. Ich weiß einfach, dass ich in Shootings mega gut bin und auch vor allem so am Rodeo Drive Öffentlichkeit einfach machen, wo man Bock zu hat. Das war einfach genau mein Fall. Krass. Auch wenn man vielleicht denkt, hier, Caro, die hat keine Stimmbänder, die steht immer noch in der Ecke im Hintergrund und traut sich nicht, irgendwas zu sagen. Ja, gut, aber ich wollte gerade sagen, du hast ja wahrscheinlich vom Prinzip her genauso viele Interviews gegeben von der Zeit her wie alle anderen. Ich habe genauso viele Interviews wie alle anderen gegeben. Genauso viele. Aber wie hat sich das für dich angefühlt, dass du so wenig gezeigt wurdest? Folge 1 dachte ich mir noch, okay, das sind so viele Mädchen, das kann nicht jeder gezeigt werden. Aber dann mit den Folgen denkt man sich so, okay, dankeschön. Zum Beispiel About You Casting. Oh, da habe ich so was Schönes, so eine schöne Message abgeliefert, die eigentlich allen Zuschauern so viel Kraft geben würde, auch fürs Leben. Und es wurde einfach nicht gesendet. In dem Moment dachte ich mir so, ja, warum habe ich mir so viel Mühe da in dem Moment gegeben und es wurde nicht gezeigt. Hattest du in der Zeit mit irgendjemandem von ProSieben mal Kontakt, wo du fragen konntest, woran es liegt? Oder äußern die sich dazu nicht? Natürlich habe ich nachgefragt, aber ich kriege halt immer die gleiche Antwort, wir müssen es objektiv betrachten. Naja, klar. Und das daran objektiv nicht. Aber das ist auch komisch, das habe ich auch bisher erinnert. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war, da wurdest du dann öfter gezeigt, wo die Leute dann nach 8 und 9 Folgen so sagen, wer ist das? Wann wurde ich das erste Mal gezeigt? Ich glaube, mit diesem Gottschalk, oder? Kann das sein? Ja, genau. Da hattet ihr diese Hosenanzüge oder sowas an. Kann das sein? War das das? Irgendeine Tanz-Challenge irgendwas, mit diesen weißen... Du meinst, wo wir die Show hatten. Ah, genau. Ja. Mit Dance Fever. Ja, genau. Mit Thomas war das. Mit Thomas. Ajo. Genau. Und da habe ich irgendwo gelesen, dass die Leute sagen, so, wer ist das? Und dann da die Nominierung anfing. Ah, da haben wir die Aufgabe gezeigt. Und deswegen, ich wurde erst gezeigt durch die Nominierung. Ja, aber ist doch bescheuert. Aber was ist das für ein Sinn, dass ich erst dann gezeigt werde, wo ich, sag ich mal, rausgewählt werde von anderen Mädchen? Und vorher konnte mich niemand kennenlernen. Na, ich finde es vor allem ganz ehrlich, das sage ich sicher, weil du hier bist, ich finde es gar nicht, weil du bist 6. geworden. Mhm. Das ist richtig krass, dass man, keine Ahnung, 8 Folgen lang dem Zuschauer überhaupt gar keine Chance gibt, dich kennenzulernen. Ja, dann ist da plötzlich jemand und man denkt sich so, hä? Dann sagen die anderen, ja, die hat keine Persönlichkeit und man denkt dieser Zuschauer, ja, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, hätte ich gerne gesehen, habt ihr mir leider vor. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und dann denkt man sich so, hä? Und natürlich ist es so, ich hatte so viele interessante und tolle Sachen. In den ganzen Folgen hatte ich so viele geile Sachen gemacht, wirklich. Und ich habe das alles nicht von mir gesehen und am Ende wurde ich dann als langweilig dargestellt. Und denkt man sich so, ja, okay, warum? Ne? Also schon eher enttäuschend ein bisschen, dass es nicht gezeigt wurde, so genau. Ja. Aber man sieht das ja auch wahrscheinlich als, ich stelle mir das so vor, das ist ja nicht nur ein Erlebnis, sondern auch eine Erfahrung. Und man freut sich das ja auch dann, das im Fernsehen zu sehen. Das ist ja Teil dieses Erlebnisses. Ja, man denkt dann, man sieht sich im Fernsehen, ja. Aber das war halt überhaupt nicht so. Ich wurde halt aus irgendeinem Grund wurde ich die ganze Zeit rausgeschnitten. Und dann, also ich habe da, das war für mich jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber das Einzige, was mich dann am Ende so ein bisschen, ja, wo ich mir dachte, warum macht man das, ist, dass man eben mich ganz anders zeigt, als ich wirklich bin. Und alle meine Freunde schreiben mir Nachrichten und sagen so, sag mal, wie wirst du eigentlich dargestellt? Auch am Ende dieses Verpeiltsein. Was für ein Scheiß. Oder dass ich schüchtern bin. Das bin ich überhaupt nicht. Und das weiß jeder einfach. Wie hat dir sonst so die Drehzeit generell gefallen? Also war es teilweise auch anstrengend oder war es, weil ich meine, man steht ja jeden Tag auf und weiß nicht, was passiert, oder? Du weißt es tatsächlich erst, wenn du in dem Shooting drin bist, was passiert. Und beim Casting bei allem anderen genauso, ne? Bei allen Sachen. Weißt du es erst mal. Ist das cool oder eher nicht so cool? Natürlich würde man gerne wissen, was passiert, dass man sich vorbereiten kann, aber letztendlich lernt man dann auch damit klarzukommen, wenn etwas spontan ist. Okay. Das ist auch das zum Beispiel das, was ich am meisten gelernt habe, mit spontanen Situationen klarzukommen. Wie war Heidi Klum so? Heidi Klum, ja, also ich kann das nicht wirklich ganz stark beurteilen, abgesehen von der, wie das Publikum eben Heidi Klum gesehen hat, weil wir haben sie wirklich auch nur vor der Kamera gesehen. Wenn die Kamera aussah, ist sie auch gleich verschwunden. Ja. Zu den Kindern nach Hause wahrscheinlich. Ja. Dann, ne?
Also es ist ja für sie Arbeit. Ja, ja, klar. Ja. Nee. Ja, das klingt so krass, wie du das sagst. Du hast absolut recht, aber für, ich glaube, viele Leute sind immer so, wenn Zuschauer sind, sind immer so enttäuscht, aber klar, es ist ein Job, ne? Das ja. ist nicht, es kommt, halt nicht ihre Freundinnen, ne? Ja, genau. Und es kommt im Fernsehen sehr, sehr persönlich rüber. So, teilweise hat sie uns auch wirklich per Skype angerufen, aber es war eigentlich für die Show, ne? Naja, naja, klar, mit dem Ring meinst du? Ja, genau. Ja, war das ein bisschen cool. Das fand ich ein bisschen fremdlich als Zuschauer. Ja, war schon. Dass sie das so mitteilen wollte, ne? War aber auch irgendwie süß, aber süß, ja. Okay, also sah sie toll aus so? Also wenn man sie vorher im Fernsehen kennt? Letztens hat jemand gesagt, der Mario hat gesagt, dass man ihr so Alter angesehen, wo ich sage, ja, ist jetzt mal vor 42, ja, sieht toll aus für ihr Alter, ne? Ja, oder findest du sie im Fernsehen besser aus? Du hast jetzt gar nicht negativ gemeint. Es gibt Leute, die sehen im Fernsehen besser aus und es gibt Leute, die ich im Fernsehen gesehen habe, mhm, wo ich immer dachte, so toll, und dann sehen die aber live besser aus. Also grundsätzlich sieht jeder im Fernsehen besser aus. Findest du? Ja. Auch so Sachen wie unreine Haut, das wird alles. Das stimmt, das sieht man nicht so. Heute, gerade wo ich meinen Pickeltag habe. Oh nein, das finde ich mich so schlecht. Ich habe auch ab und zu mal Pickel. Das ist ja, gehört ja alles dazu. Also würdest du basierend auf deiner Erfahrung nochmal teilnehmen wollen, wenn du könntest? Also ich würde auf jeden Fall nochmal teilnehmen, wenn ich es vorher wüsste, wie es abgehen würde. Und wenn auch die garantiert ist, dass man dich zeigt. Ja, ja, selbst wenn ich... Aber die Erfahrung hast du ja trotzdem. Ja, ich bin so gewesen und so geblieben, wie ich bin. Und habe mich auch nicht irgendwie verändern lassen und einfach war mir immer treu und das würde ich immer gleich so machen. Und das ist eine tolle Erfahrung gemacht auch, glaube ich, oder? Klar, die Erfahrungen sind natürlich unbezahlbar. Das ist unnormal, was man dort erlebt hat. Allein diese Shootings, diese Personentreffen und auch dieses Zusammenleben in der Gruppe mit so vielen Mädchen und diese auch positiven und negativen Erfahrungen, das ist extrem gewesen, wirklich. Es sind ja aktuell noch 5 Mädchen dabei. Ja, genau. Alicia, ich muss mal rechnen, Sayana, Vanessa, Simone und Cecilia. Jetzt mal ganz ehrlich, vom Gefühl her, ich kann es dieses Jahr, bin ich wirklich, also muss ich sagen, ich kann es ganz schlecht einschätzen. Ja. Was glaubst du, wer wird das Ding am Ende gewinnen? Also ich habe 2 Favoriten im Moment. Mhm. Das ist zum einen die Sayana, mhm, weil sie vom Typ her so was ganz Besonderes ist, was jetzt auch den ganzen letzten Staffeln nicht ansatzweise so da war. Und dann zum anderen auch Simone. Also die beiden sind so meine Personen, wo ich denke, die werden das gewinnen. Freust du dich aufs Finale? Du bist ja auch da. Natürlich freue ich mich aufs Finale. Ja? Man sieht ja alle Mädels wieder. Bühne. Bist du aufgeregt? Ja, natürlich. Ich werde ja auch so, ich glaube, Top 20 Walk oder ob es noch Top 10 Walk gibt, weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Also sollte es geben, ich ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es den Top 20 Walk gibt und da werde ich auf jeden Fall sein. Logischerweise als Top 6. Und das ist schon ganz interessant, also bist schon ganz vor der großen Bühne so zu sein. Das glaube ich. Ja, cool. Dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich glaube, also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es könnte heute einer der Talks sein, der mit am längsten geworden ist, was er für dich spricht. Obwohl ich eigentlich noch viel mehr reden könnte. Ja, aber du darfst gerne noch alles erzählen, wenn dir noch irgendwas spontan einfällt. Aber ja, wir haben, glaube ich, alle Themen so gut durchgesprochen. Mhm. Also wenn ihr noch welche Fragen habt an Caro, dann könnt ihr das entweder in die Kommentare schreiben oder natürlich bei dir auch bei Instagram eine Privatnachricht schreiben. Dann freuen wir uns auf euer Feedback, auf ganz, ganz, ganz viele Daumen nach oben und dann verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.